Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Detektiv Pikachu, beziehungsweise Meister Detektiv Pikachu. Und ich glaube, wir müssen mal hier was changen. Der Sherlock Zero ist am Start, ihr wisst Bescheid. Und jetzt wird's real, Leute. Wir sind hier immer noch im Park auf dem Weg. Ey, da ist ein Pokéball. Fußball. Lol. Es geht. Zorokex, der Park ist sein Spielplatz. Zoro! Ja, moin. Können wir dich auch hier irgendwie mal ansprechen nach dem... Na, was denn? Vielleicht nach der Halskette? Das wäre vielleicht ganz gut. Wir gucken mal. Verstehe, du vermutest, dass jemand es deswegen auf sie abgesehen hatte und ihnen die Halskette abnahm. Hm, interessant. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Okay, ich wollte eigentlich hier nach der Halskette fragen. Wir suchen eine Halskette mit einem blauen Anhänger. Hast du so einen zufällig gesehen? Ja, Zoro, ne? Du hast so eine Halskette also weder gesehen, noch durch die Gegend gekickt. Aha. Okay, das sagt schon mal, dass dieses Pokémon nichts mit uns zu tun hat. Vielleicht der Typ hier, ich weiß es nicht. Wir sollen auf jeden Fall erstmal den Ort switchen, ja, und sollen ja das Vogelfutter besorgen für die Dusselgurs. Ich hoffe, ihr habt den letzten Part gesehen, denn das solltet ihr, wenn... Ey, yo, das sehe ich doch sofort, dass hier was ist. Kriminalpolizei Zero ist hier. Floink. Da haben wir nochmal Schwein gehabt. Oh je, yeah, der war so scheiße, wie ich dachte. Ein Floink! Hättest du kurz Zeit, ein paar Fragen für uns zu beantworten? Floink! Die Halskette. Wir suchen eine Kette mit einem blauen Anhänger. Hast du sie gesehen? Floink! Nein, das ist nicht zu essen. Nun gut, du hast sie also nicht gesehen. Okay, dieses Floink wusste auch nicht wirklich Bescheid. Und ja, wo kriegen wir das Futter jetzt her? Hier wahrscheinlich im Laden, kann das sein? Hallo? Kriegen wir Futter? Herzlich willkommen, willst du etwas bestellen? Lol, können wir hier etwa... Futter für Dusselgur? Euer Ernst? Stimmt es, dass man hier Futter für Dusselgur bekommen kann? Ja, wir verschenken die von Gerichten übrig gebliebenen Brotkrümeln. Hier, bedien dich. Vielen Dank. Ja, easy, Alter. Schon haben wir die Brotkrümel. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht nachfragen. Ich meine, theoretisch könnten wir jeden Zeugen jetzt fragen, so, ne, wie es aussieht. Und, boah, ich glaube, ich mach den doch mal ab, ey. Tschüss. Es ist doch ein bisschen warm darunter. Ich glaube, gerade ist es noch relativ einfach gehalten, was wir tun müssen, beziehungsweise was wir machen müssen. Und ich glaube, Beweis Nummer 1 ist erstmal, dass du sogar irgendwie anlocken. Hier, da haben sie es. Sehr schön, dann pass jetzt mal gut auf und geh vielleicht aus dem Weg. Hier, George, Huey und McCoy, das ist für euch. Oh, da sind sie. Ach, das tut meiner Gesundheit gut. Wenn ich so mit meinen lieben Dusselgur spielen kann, ist die Welt für mich in Ordnung. Sind sie so... sie sind so putzig, nicht wahr? Na, George? Hui und McCoy? Oder MC Coy, wie man es auch aussprechen will. Der Typ scheint mir ziemlich ausgelaugt zu sein. Und dringend eine Pause zu brauchen. Stimmt, am besten, wir stören ihn nicht weiter. Aber die Dusselgur. Hey, Dusselgur, habt ihr vorhin eine Rangelei mit einem Griffel gehabt? Dussel! Ihr habt Griffel zwar gesehen, aber seid euch nicht sicher, ob ihr es angegriffen habt? Hm, ich hätte es wissen müssen. Dusselgur haben ein miserables Gedächtnis. Wollt ihr mich verarschen? Die haben das schon wieder vergessen, was sie getan haben. Was ist mit denen los? Wie auch immer, schnappen wir uns eine locker sitzende Feder und weiter geht's. Schon haben wir die Dusselgur-Feder und sehen, dass es nicht die Feder ist, die wir brauchen. Sad life. Was sagt Pikachu denn? Come on now, you can't hold back. You can always talk to me, you know? Even if I'm not sending my signal. Alles cool, Digga. Wir switchen mal die Location, würde ich sagen, und schauen, was es hier so ist, ne? Was haben wir da? Ein Essensverbotenschild, beziehungsweise nicht Rasenbetretenschild, irgendwie sowas. Starralillis! Aha. Die haben auch schwarze Federn. Trillerndes Trio. Starralilli! Die schwarze Feder. Hey, können wir kurz reden? Ist dir schon mal so eine Feder runtergekommen? Starralilli! Nein, zu dumm. Die Sache ist, beim Springbrunnen wurde ein Griffel angegriffen und diese Feder wurde ein Hinweis auf den Täter bringen. Starralilli! Wir verdächtigen dich nicht, aber würdest du uns trotzdem eine deiner Feder überlassen? Danke für die Verständnis. Ja, das ist es tatsächlich nicht. Schade. Weißt du irgendwas über Griffel? Was sagst du da? Ein paar von ihnen hätten dir beinahe mal die Federn ausgerupft? Die Bewohner des Parks bleiben auch nicht von ihren bösen Streichen verschont. Da haben wir noch einen Griffel, lol! Hallo Griffel, wir würden gerne mal kurz mit dir reden.
Oh, da ist Pfiffi, das rastet richtig aus. Huch! Griffel ist wieder, geäst verschwunden, okay. So können wir nicht mit ihm reden. Wenn wir Pfiffchen bloß irgendwie beruhigen können. Ja, das wird nicht leicht. Es geht ab, Alter, Pfiffchen. Frech und flapsig. Süß. Pfiff? Was hat es gesagt? Wir sollen es nicht beim Spielen stören. Wir müssen irgendwie das Pfiffchen da wegkriegen, damit wir mit dem Griffel reden können. Oh, wir haben den Magnaien. Den Dad vielleicht. Königin des Parks. Klingt ja ganz elegant. Okay. Hallo Magnaien, wir würden gern mit dir kurz reden. Magna. Was sagst du da, Pfiffchen? Was ist los? Eins der Pfiffchen ist nicht zurückgekommen, obwohl es Zeit für den Mittagsschlaf ist. Deswegen kann das andere nicht einschlafen. Magnaien ist völlig verzweifelt. Pokémon haben es also auch nicht immer leicht. Wenn wir es finden, schicken wir es zurück. Zu dir versprochen. Aber dafür würden wir dir gerne ein paar Fragen stellen. Schwarze Feder. Hast du schon mal diese schwarze Feder gesehen? Ja, wir wissen, dass sie nicht von dem Fell stammt. So, ich würde sagen, wir gehen mal zu Pfiffchen hin und sprechen die mal darauf hin an, wa? Na, Pfiffchen? Funktioniert es nicht? Jetzt sollten wir uns um das Pfiffchen kümmern. Wir kriegen, wie kriegen wir es jetzt dazu, diesen Unsinn zu lassen? Mit ihm reden, das zweite Pfiffchen finden vielleicht, ne? Genau, wenn wir das zweite Pfiffchen finden, kann Magnaien sich dazu bewegen, ihr Mittagsschlaf zu heilen. Ja, machen wir mal. Und ey, sehr geil, wie die Starralidis dort hin und weg fliegen. Also die Quali gefällt mir von dem Spiel tatsächlich sehr. Ich mag diese Grafik. Aber wo ist das letzte Pfiffchen? Das ist die Frage der Fragen. Ich denke mal, wenn es hier nicht sein wird, dann wird es im anderen Abteil irgendwo sein. Oder vielleicht bei einem Trainer irgendwo. Das wäre eine Possibility. Aber bisher muss ich sagen, so als Spiel, was man so einfach random durchspielen kann, ist es sehr, sehr entspannt. Also es ist ein sehr, sehr chilliges Spiel. Oh, da haben wir einen Dusselgur, da haben wir nochmal den Trainer, aber wo haben wir... Oh, was hören wir da denn? Die könnte einem Schwalbini gehören, es liegt öfters hier herum. Ich muss schon sagen, dass es eine wirklich hübsche schwarze Feder ist. Schwalbini, also vielen Dank. Sehr wichtiger Tipp von der Dame hier gerade bekommen. Okay, was sagt der? Kann ich dir helfen? Das Schwalbini, das hier öfters rumflattert, hat schwarze Federn, aber ich glaube, seine Federn sind sauber. Es putzt sich oft und verliert dabei manchmal welche. Verstehe, es verliert also Federn, wenn es sich putzt. Wenn es so viele Federn verliert, ist es am Ende noch komplett kahl. Oh, da haben wir es! Da ist Schwalbini! Putzt sich gern. Übeltäter überführt vielleicht? Fragezeichen. Hey, dürfen wir mal einen Blick auf deine Feder werfen? Bini, Bini! Was sagt es genau? Dass es seine wunderschönen Federn nicht mit einem dreckigen Pfoten anfassen soll, okay? Das heißt, wir dürfen sie nicht anfassen. Wow, ganz schön unfreundlich. Dabei hätte ich ein kurzer... Dabei hätte ich schon ein kurzer Blick genügt. Die Halskette. Wir suchen eine Kette mit einem blauen Anhänger. Hast du sie zufällig gesehen? Ach so, na dann. Trotzdem danke. Es sagt, es habe keine Zeit, um den Boden nach runterfallenden Krempel abzusuchen. Ganz schön aufgeblasen, wenn du mich fragst. Okay, doch nicht überführt. Dachte schon, dass das gewesen sei. Hey, was geht? Hast du Pfiffchen gesehen? Ja, bitte. Hier können wir nur nach Griffels fragen oder sonst was. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Vom Faschbini stammt sie auf jeden Fall schon mal nicht, sagt er. Lass mich nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe so eine Feder schon mal beim See am anderen Ende des Parks gesehen. Dankeschön für den Tipp, alter Mann. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt diese Herumsucherei bzw. Zeugenbefragung oder sowas. Ich finde das sehr, sehr geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, bzw. wie das ist beim Zuschauen des Let's Plays allgemein. Also mir macht es großen Spaß. Vielleicht hier? Ich suche einen Stift, der ist mir sehr wichtig, weißt du? Dann entschuldige die Störung. Verlorener Stift. Ah, wie ich sagte, Alter, da ist ein Kramurks. Ich wusste es, Alter. Weil der Park ist in drei Teile aufgeteilt. Und wir haben jetzt hier nochmal nachgefragt, was für Pokémon im Naturbereich sind. Und ja, ist Staralili und ein Kramurks. Können Sie mir mehr über diese Pokémon erzählen? Mal sehen, Staralili ist immer zu dritt unterwegs. Kramurks ist ein Freigeist und flattert tagsüber meistens außerhalb des Parks herum. Also außerhalb des Parks. Pokémon-Kaffeebereich? Schwalbini, okay. Und am Brunnen sind die Dusselgur. Das heißt, wir müssen in den Naturbereich und der ist hier hinten. Das waren sehr, sehr wichtige Informationen tatsächlich für uns. Sehr, sehr wichtige Informationen. Können Sie mir etwas über das Kramurks erzählen? Wohnt es in diesem Bereich wirklich eins? Also wohnt in diesem Bereich wirklich eins? Ja, tagsüber flattert es allerdings immer durch die Weltgeschichte und es ist kaum hier. Okay, aber ab und zu sieht man, wie es sich mit Griffel streitet. Entscheidender Tipp, Leute.
Yo, was ist hier drinne? Ich wusste es, Alter. Ich hab doch gesehen, dass im Busch sich was bewegt hat. Da haben wir das zweite Pfiffchen. Let's go. Huch. Pfiff. Pikachu, das ist das Pfiffchen, nach dem wir gesucht haben. Du hast recht. Hey Pfiffchen, Magnein sucht nach dir. Es ist Zeit für deinen Mittagsschlaf. Pfiff. Hoffentlich geben die beiden Nervensingen jetzt Ruhe. Am besten wir gehen gleich zurück und schauen mal nach. Immer auf der... Oh mein Gott, ich muss anklicken. Immer auf der richtigen Fährte, der Boy, ne? Immer auf der richtigen Fährte. Ich mag solche Detektivspiele ja sehr, muss ich an der Stelle sagen. Auch so Professor Layton und sowas mag ich sehr, sehr gerne. Vielleicht kommen noch so ein paar geile Minispiele und ich sehe gleich auch voll lieb. So, Griffel! Wird Zeit, dich mal zu befragen jetzt hier! Jetzt, wo die Pfiffi in ihrem Mittagsschlaf halten, kannst du endlich dich frei bewegen. Schön, das freut mich für dich. Die Halskette, was damit? Einer deiner Kameraden hat eine Halskette gestibitzt. Weißt du was darüber? Es sagt, es war den ganzen Tag im Baum gefangen und weiß von nichts. Was denn mit dem Kramux? Ich habe gehört, es gab Zoff zwischen euch, Griffel und Kramux. Was ist passiert? Ich übersetze. Als es vor kurzem mit seinen Kameraden gespielt hat, sind sie versehentlich auf den Baum geklettert, in dem sich das Nest von Kramux befindet. Kramux wurde daraufhin wütend, weil sie sein Revier verwüstet hatten und griff sie an. Seitdem geraten die Griffel und Kramux im Park immer aneinander, wenn sie sich treffen. Kramux-Nest. In welchem Baum befindet sich das Nest von Kramux? Im Baum mit dem breiten Stamm, neben dem See, sagst du danke. Ja, okay, da wissen wir ja eigentlich, wo Kramux jetzt ist, ne? Hast du irgendwo die schwarze Feder schon mal gesehen? Ja, das wird Kramux sein, ne? Das sollte einleuchtend sein. Okay, dann haben wir alles eigentlich. Ja, normalerweise, die schlafen jetzt. Die anderen haben wir alle überführt, soweit es geht. Schwabini kann es nicht gewesen sein. Jetzt müssen wir eigentlich nur Kramux finden. Wenn wir Kramux haben, dann ist der Fall gelöst. Weil wir wissen jetzt, wer es ist. Es war auf jeden Fall Kramux. Er hat das Motiv. Und den werden wir jetzt ein Handwerk legen. Einfach das Griffel zu töten. Guckt euch das an, es blutet. Ist immer noch bewusstlos. Das arme Griffel. Mit der schwarzen Keder kitzeln. Gille, gille, gille. Scheint sich nicht zu bewegen. Es ist tot. Sad life. Okay, lassen wir das mal. So, wo ist der breite Stamm? Das Ding ist so süß, ey. Ich liebe Pikachu. Das wird von Ryan Reynolds gesprochen auch noch. Richtig cute. Wir trinken mal einen Kaffee, dachte ich mir. Sabayone kommt einfach rein, bringt uns einen Kaffee. Dankeschön, Digga. Dankeschön. Kleine Dickerchen. Gar nicht mal so übel, dieses Gebräu. Ich habe noch nie ein Pokémon gesehen, das Kaffee trinkt. Wenn du glaubst, Pokémon hätten keinen Geschmackssinn, hast du dich geschnitten. Ah, so ein Käffchen unter blauem Himmel. Schön was Feines, ne? Aber unter uns, ich kenne jede Menge Läden, die noch besseren Kaffee verkaufen. Süß, dass man das machen kann. Finde ich sehr geil. Ist ein nettes Detail auf jeden Fall. Okay. Können wir hier noch jemanden ansprechen auf das Kramux? Lol, es ist einfach der Riesenbaum, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Lololol. Yeah. And it looks like no one's home. So, if we're going to investigate, I'll take a look. Let me know if it comes back. Right, gotcha. Nein! Ich hab verkackt. Ich war zu aufgeregt. Here we go. Hä? Hoppala, das war doch voll gut. Wann soll ich denn klicken? Einfach so in der Mitte. Ach so. Steig hoch, Jung! Du machst das! Machen wir jetzt einen Eierklau oder was? Ich finde das Safe Call eine Feder. Komm! Here we go. Hey Tim! Found something! Oh, is that? Pikachu! It's Murkrow! Watch out! Oh fuck! Nein! Oh, ich hab's. Darauf war ich nicht vorbereitet! You're a good cushion. Hey! It's the evidence we need. Das war gemein. So, die Kramux wieder haben wir schon mal geschafft. Ja, die Mühe hat sich gelohnt. Lasst sofort die Feder vergleichen. Ja, easy. It looks like we were correct. The black feather that we found at the scene definitely came from a Murkrow. Quick,
Let's do an interrogation. Ja, easy. Das wird sein, ne? Alright, I get it. I'm sorry I entered your nest without asking. Anyway, you fought with Apom, right? McCrow! Crow-crow! McCrow! You didn't, huh? Tim, why don't you show it what we found? This feather is yours, right? It was lying next to the Apom that fainted. Crow! McCrow! McCrow! Crow! Crow! McCrow! Alright, so it was you. I'm assuming you had your eye on the necklace. So, what did you do with it, huh? You lost it during the fight. That's a very lame excuse. Oh, God! And now you're saying it was someone else. But it seemed like you and Apom were the only ones that were there. You're saying Burmy were in that tree. Well, I guess we'll check that out. Aha, right, right. Okay, dann müssen wir wohl Burmy suchen. So, hier haben die sich gestritten. Das heißt, Burmy müsste hier irgendwo sein. Vielleicht doch im Mülleimer? Nö. Der Baum ist, in dem sich laut Kramux mehrere Burmy finden sollen. Sieht nicht so aus, als wären sie gerade hier. Der Essblick kann trügisch sein. Warum versuchst du nicht mal, den Baum zu schütteln? Okay. Lol, wie süß! Sorry if we startled you. Wollt euch nicht erschrecken. There was a fight at this tree earlier, and we think a necklace may have fallen nearby. Know anything? Okay. Well, thanks anyway. Wait, don't leave yet. Hört sich nicht so gut an. We'd like to ask. I think they might be afraid. Well, they are jabbering about a ball flying around. A ball? Einen Ball? Just two more questions. What happened after the fight? Did anyone else come around? Wenn ein herumfliegender Ball gewesen sein muss, dann kann das ja nur Sorokex gewesen sein. Brumm, brumm. Der Ball des Grauens? Hm. Er kennt keine Gnade. Er ist schwarz-weiß? Hm. Immer mit der Ruhe. Redet nicht so schnell. Ich verstehe ja kein Wort. Okay, wir haben erfahren, dass es einen Ball des Schreckens gibt halt und dass ein Burmy wohl noch abhanden gekommen ist. Das verschwundene Burmy mal ansprechen. Wir suchen nach einem Burmy. Aus irgendeinem Grund haben die Burmy panische Angst vor deinem Ball. Weißt du zufällig was warum? Nein, ja, ehrlich gesagt, gestern Abend habe ich versehentlich eins von ihm mit meinem Ball getroffen. Dadurch wurde sein Umhang zerstört. Verstehe, das erklärt ihre Angst natürlich. Danke, dass du so ehrlich warst. Zerstörter Umhang. Wo ist es? Ich habe gesehen, wie ein Pokémon in Richtung des Cafés geflitzt ist. Von der Größe her hätte es ein Burmy sein können, aber irgendwie was an ihm war komisch. Wir wissen ja jetzt ja, was komisch war. Von daher flitzt mir einfach mal hin und ich weiß, dass Pikachu ihm was sagen will, aber das ist mir gerade schnurzpieps egal. Denn ich, Detektiv Zero, löse das auch alleine. Safe Call. Yes! Safe Call! Ich wusste doch, dass hier noch eins ist. Are you sure? Yeah. But this one looks a little bit different from the ones we just saw. Hey, can we talk to you for a second? Oh. Yo, die ganze Sippschaft. Don't get close to Burmy. Why? What in the world are you talking about? Are you its guardians? We're not trying to eat it or anything. We happen to be looking for something and we just want to talk to it. My questions have to be answered by you? I heard of being protective, but yeesh. Oh well. Wurma. So, Frau Burma-Dame, die Halskette bitte. Ihr habt also weder von der Rauferei noch von der Halskette was gesehen. Klare Sache, wenn ihr nicht dort wart, könnt ihr es auch nicht gesehen haben. Wie natürlich sehe ich, dass dieses Burmy einen Lumpenumhang trägt. Und ja, ich weiß auch, dass die Burmy beim Brunnen alle einen Pflanzenumhang tragen. Aber Burmy bleibt Burmy. Burma Dame! Dieses Burmy hat
also ganz sicher nichts mit dem Vorfall zu tun, den wir suchen. Na, wenn ihr euch da so sicher seid, macht es euch ja bestimmt auch nichts aus, wenn ich ihm ein paar Fragen stelle. Ohne Beweise, dass es was mit dem Vorfall zu tun hat. Lasst ihr mich nicht mit ihm reden? Dieses Gespräch dreht sich im Kreise, gehen bitte. Wissen Sie etwas über das Bumi hier im Park? Bumi entwickelt sich zu Bumadame, aber das weiß ja jedes Kind. Bumis Entwicklung, ja, das war mir auch bewusst. Danke, Dude. Wissen Sie irgendwas? Über die hiesigen Bumis weiß ich leider nicht viel, aber grundsätzlich gibt es wohl verschiedene Sorten von Bumi. Ich glaube, es sind drei. Interessant. Wie unterscheiden die sich? Verschiedene Formen halt, ne? Frag doch mal den älteren Herrn dort drüben. See, dankeschön. Opa, wir brauchen dich und deinen Rat. Ja, bitte. Hey, du fragst du den Richtigen. Als Kind wollte ich mal Pomo-Professor werden. Ich kann dir jede Menge über Bumi erzählen. Bist du bereit? Ich bin ganz Ohr. Bumi stellen ihre Umhänge aus Materialien her, die sie ihrer Umgebung finden. Je nachdem, was sie verwenden, wird daraus einer von drei verschiedenen Umhängen. Ein Pflanzenumhang, ein Sandumhang oder ein Lumpenumhang. Okay, dankeschön für die Information. Was ist denn mit dem Lumpenumhang los? Aus Müll. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr Fragen. Durchsuchen wir die Mülltonnen doch einfach mal, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, wir suchen durch die Mülltonnen einfach mal. Es kann ja möglich sein. Moment mal, vielleicht haben wir hier auch noch einen Bumi versteckt. Ne, schade. LOL! Alter, warum fällt das Kasten nun da runter? Das ist ja voll kaputt. Wie gut. Oh, ein Castador. Gut, dass wir... gut, dass es nicht erwischt hat. Aber du kommst uns eigentlich sehr gelegen. Vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Castor! Die Halskette? Es hat dort eine Rauferei beobachtet, aber von einer Halskette weiß angeblich nichts. Die Bumis? Ihre Umhänge gehen schnell kaputt? Okay. Stimmt, deine Schale sieht viel robuster aus. Bringt mir auch nicht viel. Was sagt Pikachu denn? Was würde das wohl heißen? Hey Tim, der Mann, der seinen Stift verloren hat, steht doch am Springbrunnen, oder? Frag ihn doch mal. Wann ich ihn verloren habe? Seltsame Frage. Gestern Abend irgendwann. Ich war hier und habe mir zu etwas Notizen gemacht. Dabei muss er runtergefallen sein. Wieso, hast du irgendeine Spur? Nein, noch nicht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Die Bumis? Nein, nichts. Ich bin gerade echt beschäftigt, wenn es dir nichts ausmacht. Schade. The missing pen and the busted cloak. What are you thinking, Pikachu? Wait, hold on. Bolt of brilliance. Eureka! The missing pen. We will find it in Burmy's cloak. Das wird es sein. Gehen wir gleich mal hin, wa? Yes, we're back. I'm sorry, but can we investigate your cloaks? Mommy! What did they say, Pikachu? They said no way they get ticklish. Watch out! You okay? Die wurden einfach gekillt! Sorry! Be more careful, okay? Du Arschloch! Hier, nimm den Ball wieder! Hey, check it out! Ah, wir haben den Stift. My prediction was right on. That's great! What about the necklace? Slow down. I'm getting to that. A genius cannot be rushed. So ist es, aber ich dachte, es wäre beim anderen drinne. Aber dann hätten sie ja gerade eben zum Vorschein kommen müssen. Nicht unbedingt. Das hier sind immerhin nicht die einzigen Bumis im Park. Willst du damit etwas sagen, dass dem Bumi den Lumpenumhang anspielen? Aber angeblich... Komm, das hat das safe, Alter. Das wissen wir auch schon. Das wissen wir auch schon. Erstmal geben wir dem Boy den Stift wieder jetzt hier. Du hast ihn gefunden, dankeschön. Ich habe ihn von meinem Vater geschenkt bekommen. Deshalb ist er mir sehr wichtig. So, der ist schon mal weg. Und es wird Zeit, das Bumi nun endlich zu knacken.
So ein Cutie, ey. Ich finde das so süß, ey. Das Pikachu ist so cool. Das ist wie so Nintendox so ein bisschen. Was ist Ihnen aufgefallen? Ich weiß, das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber der Müll ist verschwunden. Der Mülleimer neben dem Baum, in dem sich die Bomi eingenistet haben, ist umgefallen. Woher wissen Sie das? Naja, als ich am Morgen hingeschaut habe, war der Mülleimer ziemlich voll. Aber obwohl er spät umgefallen ist, lag kaum noch Müll auf dem Boden. Vielleicht hat ihn ja jemand aufgehoben. Das glaube ich nicht, der Mülleimer fiel um während der Rauferei. Niemand hätte es gewagt, sich einzumischen und den Müll zu beseitigen. Das ist der Hinweis schlechthin. Das ist er. Der Mülleimer ist leer und los geht's. Alright, another theory. It was a plant cloak Burmy. And it got all caught up in Napalm's fight, which caused its cloak to break. So here's a question for you. What evidence points to that? So that's what you think, huh? Now we need a reason it became a trash cloak Burmy. And did you notice anything strange that happened near the spot where the plant cloak Burmy were? Der Ball. Warum trägt Bomi einen Lumpenumhang? Normalerweise wegen den Poi halt, ne? Zerstörung. Hoppala. LOL, was? Das ist doch falsch! Okay, nochmal. Hier kommt das Gras hin. Welche Aussage deutet darauf hin, dass es zu einem Lumpenumhang gewechselt wurde? Dann war es der Müll halt. Safe call. That's it. You're right. Now, let's head to the place with the Wormadam. Lol, das wussten wir doch schon. Das habe ich von Anfang an noch gewusst. Mein Gott. Wir haben doch die Zeitung und alles da gesehen, die da auf dem Boden lag. Hey there, you got a sec? Would you mind if we took a look at your cloak? We think the necklace we're looking for must have gotten mixed up in Burmy's cloak. It's not in the cloaks of the other Burmy, which means it can only be in this one. Come on. Beruhigt euch mal. Will you let us look if we show you some proof of a Burmy's cloak changing from plant cloak to trash cloak? That's good. Tim, do you have some proof? Yeah. That's right. This is what happened. The Burmy's cloak got caught in the fight between Murkrow and Napalm and broke. These leaves are from that cloak. But that's not all. Listen up. Burmy got flustered, and so it decided to make a new cloak out of nearby trash. Überführt. Du Spast. Thank you for your understanding. Now, I'll make this quick. You found it. The necklace. Yep. Let's go deliver it. Yeah. Oh, yeah. And that problem is solved. You're back. Here. Thank you. Kein Problem. You're welcome. Voll niedlich. You're really nice. Oh, Romanze? Yeah, because I did all the work. Pikachu helped a lot too. He seems like a great partner, and his hat's really cute. Well, I guess I should get going. Okay.
What are you doing? Invite her out to tea or something. Echt, er lädt sie mal auf den Tee ein. Tim ist so ein Versager, Alter. Ey. Pikachu hat sie sofort geklärt, aber Tim, keine Chance. How did you know that? You don't get it, do you? I'm your father's Detective Harry Goodman's partner. Currently, I'm working out of the Baker Detective Agency where we used to consult. Yeah. My dad's Pikachu. Is that really you? What do you mean, is that really me? Sorry. But last time I saw you, you seemed cuter and a bit more docile. Oh. You say I used to be cute, huh? Unfortunately, I lost my memory. What? You've got amnesia? But you said you remember my dad. Well, it's not like I really remember him. I just figured it out from the other conversations. Hey, isn't your appointment at 3? Let's go. Okay, Leute, der Fall ist gelöst und das Pikachu war wohl das Pikachu von unserem Vater, von Tim Goodmans Dad. Aber gut, ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part und wir machen im nächsten Part weiter hier im Detektivbüro. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Und abonniert den Kanal, falls ihr nicht getan habt, falls ihr neu seid. Für mehr Episoden aktiviert die Glocke. Ich bin raus, schaut rein und ciao.